Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Heute bauen wir einen Tycoon und ja, hallo Kommandant, Stano Gaming YouTube. Ich werde Sie durch die Missionsziele führen. Der Hauptziel ist es, in diesem Bereich eine Vorwärtsoperationsbasis zu bauen. Lass uns einen Ölextrator bauen, um Geld zu verdienen. Folgen Sie dem Pfeil zum Extraktor Standort. Okay. Großartig, du hast angefangen, Geld zu verdienen. Denken Sie daran, neue Ölextraktoren zu bauen, um bestehende zu verbessern, um den Gewinn zu erhöhen. Jetzt können wir Ihre Einnahmen sammeln. Folgen Sie dem Pfeil zu Ihrem Geld sammeln. Ja, tolle Arbeit. Lass uns weitermachen und die ersten Waffenkammer freischalten, damit du neue und stärkere Waffen kaufen kannst. Gut gemacht. Laut unseren Informationen gibt es hier Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Erobern Sie Hardpoints für einen 50% Gewinnschub oder gewinnen Sie Deathmatches für riesige Preise. Ich weiß, dass die Basis unter Ihrer Führung gedeihen wird. Viel Glück, Kommandant. Okay. Drehen wir doch mal hier. Doppeltes Geld. Goal. Das nehme ich. Hier kann man dann anscheinend die Waffen ausrüsten. Ne? Aha. Jo, wie viele gibt es denn, Alter? Okay. Wir gehen jetzt hier mal hin und graden das mal ab hier. So. Oh, ich habe zu wenig Geld. Oh ja, 500. So. Okay, zack. Hätte ich gerade abgeballert? Nö. So. Okay. Also wir haben jetzt, warte mal, was kann man hier noch holen? Ölplattform plus 5 Dollar für 1000. Okay. Mich abzuballern, Alter. Ach, hier ist eine Wand, der kann mich gar nicht treffen, oder? Deswegen geht das nicht. Okay. So, wir haben ein zweites. Warte mal, ich probiere das nochmal kurz aus. Ja, man kann hier nicht. Wenn du Wände gekauft. Ah. Das heißt. Der kann mich nicht abballern. Haha. Okay, ich verstehe. Also wenn ich mir Wände kaufe, dann geht die Wand da weg. So, aber das machen wir natürlich nicht. Wir graden jetzt hier erstmal ganzen Dinger hier ab. Damit wir mehr Geld kriegen, weil das brauchen wir auf jeden Fall. So. Steht er jetzt immer noch? Ne, er ist jetzt von irgendwann. So, eine Ölplattform für 2000. Das brauchen wir auch noch. Ach, wir kriegen ja auch immer mal zwei Geld. Deswegen kriegen wir auch so schnell. Der Angler hat den Flussdamm erhöht. Was? Ah ja. Okay, 5000 brauchen wir. Ich will mir die hier direkt Werbung machen für Robux, Alter. Erste Hilfe Kit, eine Verwendung pro Leben, 10 Dollar zusätzliches Einkommen pro Sekunde, 10.000 Geld. Ah ja. Brauche ich nicht. Okay, 10.000 brauchen wir dafür. Wir kaufen jetzt erstmal nur die Dinge, weil dann können wir nämlich hier sehr viel Geld sparen. Kaufsautomaten, Boden. Boden? Ich habe ja nicht mal einen Boden anscheinend. Serverraum, Verkaufsautomaten, Unterstützungsbalken. Aber wir graden erstmal das da.
Denn Regale, Mauern? Ah, die Mauern sind wahrscheinlich dann die Wände, ne? Ne, hier, Zaun. 1 von 3. Komm, gib mir da mal jetzt die 10.000, Alter. Zehntausend, danke sehr. Ich glaube, wir können ihn sogar noch einmal upgraden, oder? Ne, wir haben da tatsächlich ihn schon abgegradet. Warum habe ich denn jetzt auch einmal 20.000? Hä? Vorher habe ich auch einmal 20.000. Egal. Wir kaufen uns jetzt mal hier die Zäune. Na, noch habe ich das. Zaun 3 von 3. So. Gibt es das jetzt noch? Ja, aber das ist doch immer noch hier. Der Basisschutz verschwindet, nachdem du die ersten Wände gekauft hast. Ich habe doch eine Wand gekauft. Statue des Ruhmes. Tor für 10.000 und Stahldraht auch für 10.000. Also wir brauchen 20.000. Oder meinen die hier mit denen das? Keine Ahnung. Ich kaufe mir jetzt erstmal das Tor und dieses Stacheldraht. Weil dann sind wir schon mal vorne gesichert. Kann vorne nämlich keiner schon mal rein. Gut, die können gerade aktuell nicht rein, weil da irgendwie eine Schutzwand vor mir ist. Naja. Stacheldraht. Wo ist das denn jetzt? Da oben, ne? Und das Tor. So. Das Tür, ich sag Tür einfach. So. Okay. Zaun. Hier gibt's auch einen Zaun, ja. Hier gibt's Mauern irgendwie. Und ich guck mal kurz. Ah, das sind die für hier, okay. Gut. Ich brauch ja die Wände hier außen. 2100. Okay, jetzt bin ich wieder arm. Zaun 3 von 3. 5.000, okay. So, da habe ich es auch schon direkt. Junge, warum fliegt man hier so hoch? Als wäre ich auf dem Mond. So. Also hier hinten ist noch was. Ist jetzt hier noch ein Zaun für da oder was? Ich glaube ja. Stacheldraht kostet wieder 10.000, okay. Unterstützungsbalken. Ja, da habe ich jetzt immer noch die Schutzwand hier. Das heißt, ich kann auch nicht raus, wenn nicht. Das ist ja blöd. Mit ihrem blöden Helikopter, ja. Okay, Leute, also mir macht das Spiel Spaß. Ich glaube, da kommen mehrere Erfolge von. Stacheldraht, zack. Kaufen wir uns hier mal kurz das andere Zaun-Dings hier. So, dann für 2500 das nächste. Wahrscheinlich, wenn ich alle Wände gekauft habe, geht das weg, oder? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also jetzt mal ehrlich, es macht null Sinn, dass da noch immer die Schutzwand ist. Egal. So. Stacheldraht wieder für 10.000 natürlich. Es läuft. Also wir haben jetzt fast überall die Wand schon mal. Hinten haben wir jetzt auch eine Wand. Sand barrieren. Kaufe ich mal. So. Hier auch einmal, zack. So, wir brauchen noch ein bisschen was. Ah, man kann ja auch rennen. So, wir haben jetzt 10.000. Zack, dann gehen wir jetzt nämlich hier einmal Stacheldraht noch holen. Zack. So, wo gibt es jetzt die neue Wand? Die gibt es dann wahrscheinlich auf der Seite, ne? Da. Ne, da ist er. Der Zaun, genau, perfekt. Dann holen wir uns auch den auch einmal. Zaun, ich komme. Haben wir jetzt immer noch die Blau? Wir haben immer noch die Blau.
So, für 5000 kriegen wir dann auch das nächste. So, perfekt. Dann können wir einmal hier den Zaun 3 von 3 holen. Zack. Stacheldraht, ja, hole ich gleich auch noch. Ich krieg die ganze Zeit hier Nachrichten. Die ganze Zeit vibriert meine Uhr. So, Rekane, ja, wir müssen ja so oder so erstmal auf 10.000 sparen. Aber die kleineren Dinger hier können wir auch so kaufen. Ich will doch mal sagen, ich kaufe jetzt einen Boden. Da ist noch irgendwie so ein Zaun, keine Ahnung. Hier noch irgendwas für weniger Geld. Ja, hier. Hier hinten haben wir auch noch irgendwie. So. Ah, jetzt ist der Basisschutz ist weg. Sei vorsichtig. Das heißt, jetzt darf ich auch raus. Okay. Das heißt, man musste die Wände anscheinend kaufen. Ich verstehe. So. Okay, dann kommen uns hier auch mal die Wände. Sprengtür. Oh, alles klar. Tür nur für Besitzer. Ja, dann mache ich gleich. Aber jetzt hier erstmal die ganzen Wände. Und Mauern. Also es sind ja die Wände. Ich frag mich, warum die das Mauern nennen. Okay, Unterstützungsbalken. Das Lager erobert? Von mir? Nee, ne? Nö. Dachte schon. So. Hier gibt es ja überall diese Sprengtüren. Da muss man jedes einzelne Ding für Türen nur für Besitzer kaufen, oder was? Das ist ja voll kacke. Okay, Mauern für 4.500. Was gibt's hier? Plus 10% Einnahmen. Das ist doch gut. Dann sparen wir eben auf 7.500. Kriegen wir nämlich mehr Kohle. Guck mal, wir haben das Geld sogar schon. So, kriegen wir nämlich mehr Geld. Das ist gut. So, dann sparen wir jetzt hier eben auf 4.500 für eine Mauer. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die ganzen Türen irgendwie kaufen. Okay, Fenster für 2.500. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Hier oben. Okay, jetzt sind hier so Fenster drin. Ah, da vorne kann ich irgendwas bauen, ja. Waffenkammer, ja, gut. Mauern für 1 von 2. Wie teuer? 2, 2, okay. Geben wir mal hier rum. Tür für 400. So. Okay, Waffenkammer. Weit. Briefingzimmer für 2.500, okay. Ich glaube, da will mich einer angreifen. So. Okay, hier machen wir 2.300. Okay, Tische für 500 Dollar, so. Immer noch hier oben? Nö. Sehen zumindest nicht mehr. So, 2,8 für Fenster. Wir kaufen uns mal auch die Waffenkammer. Okay,
Okay, wir brauchen 2200 für eine Wand. Okay, ich habe irgendwas gerade gekauft. Das wollte ich nicht. So, kaufen wir uns hier mal die Waffenkammerwände. So. Okay, perfekt. Haben wir gekauft. Ist ja auch nochmal die Tür. Dann müssen wir jetzt hier weiterbauen. So, Sprengtür, zack. Leute, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.